Die abschließende Frage in der Checkliste 5 bezieht sich nun auf die terminliche Umsetzung der festgestellten Maßnahmen, nämlich wie sieht der Maßnahmenkatalog für die kommende Geschäftsperiode für Ihr Marketing aus? Wurde die Kontaktplanung abgeschlossen? Geht es jetzt daran, die einzelnen Aktivitäten auszuformulieren und in einen Maßnahmenkatalog einzutragen? Die entsprechende Vorlage findet sich eben in der Tabelle 15 Maßnahmen und diese Tabelle inkludiert die folgenden Spaltenüberschriften. Sie haben hier die Aktivitäten oder die Aktivität. Tragen Sie hier die Aktivität ein, die es umzusetzen gilt. Wir haben uns hier sozusagen in die Kundenphasen oder an den Kundenphasen orientiert. Wir werden eine Kampagne für die Neukundenakquisition, wir werden eine Kampagne für die Kundenbindung und eine weitere Kampagne für die Kundenrückgewinnung durchführen. Da steht dann drinnen Planung der Kampagne Neukunden, Konzeption der Kampagne Neukunden, Produktion für die Kampagne Neukunden, die Durchführung von Werbeeinschaltung, von Sponsoring-Aktivitäten, der Pressearbeit, eines Gewinnspiels sowie einer Reisemittler-Promotion. Darüber hinaus werden wir Messen und Veranstaltungen besuchen. Wir werden Werbebrief- und E-Mailings durchführen. Wir müssen Kunden qualifizieren und befragen. Wir werden Kundenbesuche durchführen, wir werden SEO und Keywording, also Search Engine Marketing hier in diesem Zusammenhang anwenden und last but not least eine Berichtslegung für die Neukundenakquisition durchführen. Das heißt, hier sind die Maßnahmen festgelegt, analog dazu die Maßnahmen für die Kundenbindung und die beschriebenen Maßnahmen für die Kundenrückgewinnung. Die zweite Spaltenüberschrift widmet sich dem Projekt. Hier haben wir, wie eben dargelegt, das Projekt der Neukundenakquisition, das Projekt der Kundenbindung und das Projekt der Kundenrückgewinnung. Sie können hier aber genauso die Frühlingskampagne, die Sommerkampagne, die Herbstkampagne und die Winterkampagne anführen. Wer heißt hier die Zuordnung der Maßnahme an eine Person in Ihrer Marketingabteilung? Das heißt, wer ist für die Umsetzung der Maßnahmen verantwortlich? Und last but not least, bis wann muss die Aktivität abgeschlossen werden? Hier könnten Sie auch ein Beginndatum und ein Enddatum eintragen. Wir haben uns hier in der beispielhaften Darstellung mit einem Enddatum begnügt. Diese Daten können dann sozusagen in Ihren Kalender übernommen werden, sodass Sie auch hier nichts vergessen bzw. rechtzeitig in Stellung gebracht sind. Dann haben wir die Budgetkategorie. Wir werden uns in der nächsten Checkliste mit dem Budget auseinandersetzen. Aber hier ist eben die entsprechende Zuordnung in die jeweilige Budgetkategorie, wie Sie das sehen, und eben das Budget, das für die jeweilige Maßnahme vorgesehen ist. Wie Sie hier sehen, wenn wir wieder runter scrollen, sollte das Gesamtbudget mit dem Kontaktplan aus der Tabelle 14 und dem Marketingbudget in der Tabelle 16 übereinstimmen. Excel bietet Ihnen hier die Möglichkeit der sogenannten Filter. Sie können hier bequem Filter setzen mit Dropdown-Menüs, entweder alles auswählen oder nur die Kundenbindung auswählen, dann auf OK gehen und es wird Ihnen hier sozusagen die entsprechende Summe für die Kundenbindung insgesamt ermittelt. Oder Sie gehen her und interessieren sich für eine Budgetkategorie, dann kann man sagen, okay, wie viel Geld steht für Endverbraucher-Promotions zur Verfügung, dann können Sie das auch hier relativ schnell und unkompliziert in Erfahrung bringen. In diesem Zusammenhang haben Sie hier dann praktisch die in der Kontaktplanung dargestellten Kontakte oder geplanten Kontakte in konkrete Maßnahmen umgesetzt.
und sind nun bereit, in das nächste Jahr zu gehen und die entsprechenden Maßnahmen zeitgerecht zur Umsetzung zu bringen.